herzlich willkommen zu Kunterbunt, das Magazin. Wir sind die beiden Moderatoren Antonia und Johannes und begleiten euch heute durch unsere Kunterbunt gemischte Sendung. Eine Woche lang haben die Schüler der Klasse 6C des Zabel-Gymnasiums verschiedene Beiträge zu den unterschiedlichsten Ideen produziert und schließlich auch selbstständig geschnitten. Los geht's mit dem Thema Geschenke. Sag mal, Johannes, hast du eigentlich schon mal ein verrücktes Geschenk bekommen oder selbst verschenkt? Nee, eigentlich nicht. Und du? Ja, ich habe dieses Jahr zu Weihnachten einen Einhornkalender bekommen. Der war ziemlich komisch. Jetzt lass uns aber mal in die Umfrage von Pauline schalten, um zu sehen, was sie so herausgefunden hat und was die merkwürdigsten Geschenke bei Amazon sind. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pauline. Heute machen wir eine Umfrage zu den verrücktesten und skurrilsten Weihnachtsgeschenken, die unsere Klassenkameraden je geschenkt bekommen haben. Vorher haben wir noch einige seltsame Geschenke von Amazon herausgesucht, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Viel Spaß bei unserem Beitrag. Guten Tag, ich bin Saskia und stelle Ihnen nun eine kleine Liste mit verrückten Weihnachtsgeschenken vor. Beginnen wir mit den WC-Witzen. Ja, richtig gehört, Witze auf Toilettenpapier. Zuerst können Sie sich an den Witzen amüsieren und dann sich säubern. Nun kommen wir zu nichts. Sie kennen sich sicherlich diese Leute, die immer sagen, ich wünsche mir nichts. Also schenken wir ihnen eine Dose voll mit nichts. Zum Schluss haben wir noch einen Gag für Glatzenträger, den Glatzenkamm. Im Set ist dieser mit Glatzenshampoo und einer Glatzenpolitur erhältlich. Nun aber wieder zurück zu Pauline und ihrer Umfrage. Hallo, was ist das verrückteste Geschenk, das du jemals zu Weihnachten bekommen hast? Also, ich habe mal Bettwäsche bekommen. Weiß nicht, fällt mir nicht ein. Ich glaube, ich habe gar kein so verrücktes Geschenk bekommen. Ich habe einmal von meiner Mama in so einem Adventskalender so eine Voodoo-Puppe bekommen. Die fand ich ein bisschen gruselig. Ja, bei mir war es so ein großer, sprechender, elektrischer, komischer Hund. Also das waren Socken von meiner Oma. Socken. Also ich selber bekomme eigentlich gar nicht so häufig verrückte Geschenke geschenkt. Also mir würde jetzt keins einfallen. Das war dieses Jahr und da habe ich Hanteln geschenkt bekommen. Das war irgendwie komisch. Habt ihr schon mal ein verrücktes Geschenk verschenkt? Wenn ja, welches? Ich habe einmal so eine Knetpistole verschenkt an eine Kindergartenfreundin, weil das damals quasi in war oder so. Und dachte, dass es cool wäre. Bei mir war es nur komische, selbstgemachte Figuren aus Ton, ja, die sahen halt komisch aus. Ja, ich habe schon ein verrücktes Geschenk verschenkt. Und zwar an einer Wichtelfeier. Und zwar eine Klorolle, die ich bemalt habe. Und mit einem Bibelvers. Eine Karte mit sehr vielen Rechtschreibfehlern habe ich mal verschenkt. Nein. Also ich habe mal für meine Freundin ein Plakat an sie gebastelt und ja, das war nicht so, also normal. Ja, ich verschenke sogar ganz gerne verrückte Geschenke. Die verrücktesten Geschenke, die verpacke ich meistens als Kleinigkeiten, wie bei einer russischen Matroschka. Das heißt, ich packe ein kleines Geschenk in ein kleines Paket und dann kommt das in die nächstgrößere Kiste und dann in eine noch größere Kiste. Und das macht dann richtig Spaß beim Auspacken, demjenigen zuzuschauen. Nein, ich habe noch nie Geschenke verschenkt. Ich habe das immer so anerkannt. Das war's von uns. Nun wieder zurück ins Studio zu Antonia und Johannes. Tschüss. Ein Glatzenkamm. Na, ein Glück braucht den von uns beiden noch keiner. Das war es von Pauline und Saskia. Genau, und weiter geht's mit etwas, was einige von euch vielleicht auch unter dem Weihnachtsbaum liegen hatten. Videospiele. Josef, Hussein und Tillmann stellen ihr Lieblingsspiel Fortnite vor und erzählen, was das eigentlich ist und warum es so viele lieben. Hallo, ich bin Josef. Ich bin Tillmann. Wir stellen euch heute ein Spiel von Epic Games vor. Das Spiel heißt Fortnite. Tillmann erklärt euch, worum es in Fortnite geht. In diesem Spiel geht es darum, dass du in einer Lobby bist. Dort kannst du den Spielmodus Solo, Duo und Teams auswählen. Dann kommst du auf eine Insel, wo die Lobby voll werden muss. Bis alle Spieler drin sind, steigst du in einen Bus und fliegst dann über die halbe Map. Du kannst rausspringen und überall landen, wo du willst.
Du bist dann erstmal mit einer Spitzhacke nur ausgerüstet. Damit kannst du Holz, Stein und Stahl abbauen. Damit kannst du Wände, Treppen und so weiter bauen. Dann kommt die Zone nach ungefähr einer Minute und die Zone macht dir Schaden. Du solltest nämlich vermeiden, in die Zone reinzukommen. Und desto größer die Zone kommt, desto mehr Gegner treffen auf dich. Du musst probieren, alle Gegner zu besiegen und am Ende zu überleben. Wer am Ende überlebt, hat gewonnen. In dem Spiel gibt es auch sogenannte Skins. Diese sind dafür da, dass man sein Aussehen im Spiel verändern und personalisieren kann. Für jedes Skin gibt es verschiedene Farben, zum Beispiel Gold, Lila und Blaue. Nachdem ihr jetzt noch einen kurzen Ausschnitt von einem Fortnite-Dance seht, welchen man tanzt, wenn man einen Gegner getötet hat und ihn ärgern will. Danach erklärt euch Hussein im Anschluss, warum Fortnite so einen Hype bei Jugendlichen auslöst. Ihr fragt euch bestimmt, warum Fortnite so beliebt ist. Fortnite ist unserer Meinung nach das beliebteste Spiel, weil es ein kostenloses Spiel ist und es sich fast auf jeden Plattform spielen lässt, wie zum Beispiel auf Android, iOS und Windows und so weiter. Es ist comicartig gestaltet. Deshalb ist es nicht nur für Kinder, sondern auch für ältere Leute geeignet. Warum sind Fortnite-Tänzer beliebt? Weil die lustig und komisch sind. Epic Games erstellt Wettkämpfe für Fortnite, um zu sehen, wer der beste Spieler bzw. Spielerin ist. Oh Mann, da bekomme ich auch gleich wieder richtig Lust zum Spielen. Du nicht auch? Nee, ich spiele lieber Brettspiele. Und außerdem gibt es noch viele weitere coole Videospiele, die viel Spaß bereiten. Genau, und welche die zwei Stargamer, Hans und Alexander aus dem Zabe-Gymnasium, so am liebsten spielen, versucht Florian in seinem Studio-Interview mit den beiden herauszufinden. Viel Spaß! Hallo, ich bin Flo und ich habe mir heute zwei Pro-Gamer ins Studio geholt. Zu meiner Linken sehen Sie Alex. Hi! Und zu meiner Rechten ist Hans, mit dem wir dann später noch sprechen werden. Guten Tag! Also, Alex, welches Spiel ist denn dein Lieblingsspiel? Skyrim. Okay. Und wie lange spielst du schon Skyrim und wie alt bist du? Ich spiele seit 6 Jahren und bin 12 Jahre alt. Okay, was halten denn deine Eltern davon, dass du mit 12 Jahren ein 16-jähriges Spiel spielst? Also, mein Papa spielt dasselbe und er hat gesagt, dass er es nicht so brutal findet. Deswegen, er hat mich dann halt am Anfang immer zugeguckt, dass ich keinen Scheiß mache. Und aber dann hat sich das immer, dann ging das halt. Alex, was machst du denn eigentlich in Skyrim? Also, da bist du eigentlich an keinem Weg gefesselt. Du kannst dahin gehen, aber auch dich dort anschließen. Also, du kannst so gut wie alles tun, was du möchtest. Auch Drachen rein? Ja. Cool. Und auf was spielst du denn eigentlich Skyrim? Auf Xbox 360 und Xbox One. Wie lange spielst du denn am Tag eigentlich Skyrim? Circa 1 Stunde. Okay, danke. Kommen wir nun zu Hans. Hans, welches Spiel ist denn dein Lieblingsspiel? Assassin's Creed 2. Hans, seit wann hast du eigentlich Assassin's Creed? Seit den letzten Sommerferien. Also ein halbes Jahr. Und was halten deine Eltern davon, dass du so ein Spiel spielst? Es ist eine Ausnahme, weil ich das eigentlich noch nicht spielen darf. Aber für das geht's halt. Okay. Und wie oft spielst du es eigentlich in der Woche, Hans? Je nachdem, wie viel Bock ich drauf habe. Und welche Teile besitzt du? Ich habe Assassin's Creed, ich habe Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood. Okay. Danke, Hans. Und bevor wir jetzt aufhören, möchte ich noch 3 Studien vorstellen. Die erste Studie kommt aus Hannover und besagt, dass Videospiele zwar aggressiv sind, aber nicht aggressiv machen. Die zweite Studie aus London besagt, dass Videospiele stressabbauend sind. Bei Männern funktioniert das zu 29%, bei Frauen nur zu 18%.
Und die dritte Studie aus Ulm ist nicht so positiv. Sie besagt, dass man schon nach sechs Wochen Defizite am Gehirnvolumen feststellen kann. Okay, das war's von uns und ciao! Jetzt, wo wir wissen, was im Videospielbereich gerade so bei den Jugendlichen angesagt ist, gehen wir in unserem nächsten Beitrag zu einem sehr ernstzunehmenden Thema über. Richtig, bei Online-Games ist es nicht so das Problem. Doch bei herkömmlichen Videogames schon. Denn diese sind nur in Läden käuflich zu erwerben und sind zum Schutz der DVDs stets in Plastikhüllen verpackt. Ja. Und genau um das Thema Plastikmüll und Plastikverschmutzung geht's im nächsten Clip von Winnie, Emily, Lea und Paul. Sie können gespannt sein. Clip ab! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umwelt, wie es wirklich um uns steht. Heute reden wir über Plastik. Hä? Was macht ihr denn hier? Das fragen wir dich. Ach, das wird mir hier zu bunt. Ich gehe. Bye, bye. Endlich ist die Alte weg. Ja, zum Glück. So, und jetzt nochmal von vorne. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Umwelt, wie es wirklich um uns steht. Mal ganz unter uns. Heute geht es ums Thema Plastikmüll. Es gibt viel zu viel Plastikmüll auf unserer Erde. Es gibt sogar schon eine ganze Müllinsel. Diese liegt zwischen Hawaii und Kalifornien und ist viermal so groß wie Deutschland. Die Fläche der größten Müllinsel der Welt beträgt 1,6 Millionen Quadratkilometer. Nun haben wir Ihnen mal ein paar Alternativen zum umweltfreundlichen Plastikverbrauch mitgebracht. Würden Sie eher mit einer Plastiktüte einkaufen oder mit einem Stoffbeutel? Würden Sie eher aus einer Glasflasche trinken oder aus einer Plastikflasche? Würden Sie eher einen Plastik-to-go-Becher mitnehmen oder einen aus Bambus, den man mehrmals verwenden kann? Würden Sie eher aus einem gewöhnlichen Glas trinken oder aus einem Plastikbecher? Und zum Schluss die Strohhalme. Die braucht man eigentlich gar nicht. Guten Tag. Hallo. Wir würden dir gerne ein paar Fragen zum Thema Plastikmüll stellen. Verwendest du beim Einkaufen Plastiktüten? Nee, ich versuche es zu vermeiden. Nein, wir benutzen Stoffbeutel. Ja, ich verwende Plastiktüten, aber ich habe welche gekauft und die benutze ich immer wieder. Nein, ich benutze Stoffbeutel. Ja, wir verwenden Plastiktüten, aber wir sammeln die alle zu Hause und verwenden die immer wieder. Ja, manchmal, aber manchmal nehme ich auch Stoff. Kaufst du oft eingepackte Lebensmittel? Wir probieren es zu vermeiden, aber ja. Es geht nicht immer. Man kann es nicht immer vermeiden, aber ich versuche auch, ja. Ja, ich kaufe meistens eingepackte Lebensmittel, aber ich schaue, dass ich welche finde, die nicht eingepackt sind. Ja, wenn es Pizza ist oder sowas. Bei Gemüse eher weniger, aber dann doch bei Fleisch oder Wurstwaren und Käse. Ja, meistens. Wie findest du es, dass es schon mehrere Müllinseln im Meer gibt? Ist natürlich nicht so toll, dass Menschen gar nicht drauf achten. Deswegen versuche ich halt auch meinen Teil. Also zu versuchen, dass man es vermeidet. Bescheuert. Weil das sieht man auch immer in den Nachrichten und das tut ja auch den Tieren nicht gut. Ich finde das nicht gut, weil somit ganz viele Tiere sterben und es vielleicht dann irgendwann nicht mal so viele Fische gibt wie vorher. Das ist ziemlich erschreckend, weil man eigentlich hier an Land, sage ich jetzt mal, das Gefühl hat, dass alles mit den Müllautos und so sehr gereinigt ist. Ich finde das irgendwie doof, weil die ganzen Tiere, die im Meer leben, die sterben ja auch daran. Das waren unsere super tollen Interviews. Jetzt kommt Paul mit einem Explainer. Viel Spaß! Was kann es Schöneres geben, als die Sommerferien am Meer zu verbringen? Aber wusstest du, dass unsere Meere und Ozeane extrem zugemüllt sind? Es gibt unglaublich viel Plastikmüll, wie Plastiktüten oder alte Kunststoffflaschen. Weltweit werden jedes Jahr 300 Millionen Tonnen Plastik produziert und das meiste davon wird nicht recycelt, sondern landet irgendwann im Meer.
Die größte Müllhalde im Meer wird auch der Ostpazifische Müllstrudel genannt. Er ist insgesamt etwa 1,6 Millionen Quadratkilometer groß. Deutschland würde viermal in diese Fläche passen. Wenn es mit dem Müll so weitergeht, gibt es in 35 Jahren mehr Plastikmüll als Fische in den Weltmeeren. Schildkröten sind besonders gefährdet. Sie denken, dass Mülltüten leckere Quallen sind und verschlucken den Müll. Plastik lässt sich nicht im Verdauungssystem zersetzen, so sterben viele Tiere an unserem Plastikmüll. Jedes zweite Tier, welches im Meer lebt, hat bereits Plastik gegessen oder sich in Plastik verfangen. Bei den Seevögeln sieht es noch schlimmer aus. 94% der Seevögel haben bereits unverdauliches Plastik zu sich genommen. Was kannst du dagegen tun? Ganz auf Plastik verzichten? Plastik in Recyclinganlagen bringen? Plastik nicht einfach wegwerfen? Schützen wir unsere Meere, damit die nächsten Sommerferien am Meer wieder ganz viel Spaß machen. Oh Mann, die armen Tiere. Man sollte wirklich versuchen, die ganzen Plastikverpackungen zu vermeiden und auf Alternativen wie Glasflaschen oder Stoffbeutel umzusteigen. Vielen Dank für diesen informativen Beitrag. Bleiben wir beim Thema Umweltschutz. Denn auch in unserem letzten Beitrag geht es um biologisch abbaubare Ware. Mehr wollen wir dazu jetzt noch nicht verraten. Seht selbst, welches innovative Produkt sich Arthur, Samuel, Vincent und Tristan für das Jahr 2019 ausgedacht haben. Und erfahrt von Alexa und Vanessa auch, welche neuesten Styling- und Foodtrends uns dieses Jahr erwarten. Viel Vergnügen bei den beiden amüsanten Beiträgen. Hallo, wir sind Rani und Lexa und stellen euch heute verschiedene Essens- und Style-Trends 2019 vor. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind unsere Frisuren sehr außergewöhnlich. Das ist die Frisur der Stifte-Igel. Und das ist die Assi-Palme. Dazu trägt man meist eine Monobraue. Babybrei. Handlich, lecker und leicht zu verzehren. Wir haben ihn in der Geschmacksrichtung Fruchtjoghurt, Erdbeeren, Apfel. Gut geeignet ist Babybrei zum in der Pause essen. Wir werden ihn jetzt für euch testen. Lecker. Ja. Jetzt haben wir noch zwei weitere Essenskombinationen. Die erste ist Gummibärchen mit Ketchup. Lecker. Lecker. Nicht. Die zweite und letzte Kombination ist Schokocreme mit ganz viel Pfeffer. Man schmeckt den Pfeffer gar nicht. Ja. Warte. Okay, jetzt. Doch Essen bekommt 2019 eine ganz neue Bedeutung. Welche erklären euch die Jungs? Von mir jetzt auch nochmal einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Tristan Kern. Und wie Sie ja gerade schon gehört haben, wollen wir jetzt in die Techniktrends 2019 starten. Als erstes beginnen wir mit dem Banana Phone. Das Banana Phone ist ein neues Handy der Marke Food Phones, welches im Sommer diesen Jahres herauskommen soll. Beim Banana Phone handelt es sich um eine noch nie dagewesenes Mobiltelefon, welches biologisch abbaubar ist, wie auch alle anderen Telefone dieser neuartigen Marke. Das Banana Phone ist sehr gut verarbeitet
und es hat eine spezielle Tarnung. Durch diese einzigartige Tarnfunktion wird es viel im Kriminaltechnikenbereich genutzt. Außerdem hat es an der Rückseite einen versteckten Knopf, womit sich das Bananaphone in eine Waffenattrappe verwandeln lässt. Weiterhin ist das Bananaphone wasserdicht. Und es wurde sogar schon eine perfekt angepasste Schutzhülle zum Transport des Telefons entwickelt. Mit einem unschlagbaren Preis von ganzen 2 Euro ist das Bananaphone ein echtes Schnäppchen. Nun schauen wir mal rüber zum großen Bruder des Bananaphones. Das hier ist das Bananaphone Plus, auch genannt Gurkenphone. Hierbei handelt es sich um eine Farbvariante des klassischen Bananaphones. Jedoch ist die Tarnfunktion ausgereifter als beim Vorgänger. Mit 360 GB Speicherkapazität ist das Gurkenphone das am weitesten entwickelte Fruitphone. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Dieser liegt wegen des ergonomisch geformten Home-Buttons am unteren Rande des Telefons leider bei überteuerten 5 Euro. Jetzt schauen wir uns das nächste neumodische Handymodell an. Auch Apple hat sich von den neuen Fruitphones inspirieren lassen. Mit dem neuen Apple 11 werden sie eine ganz eigene Variante des Fruitphone-Trends auf den Markt bringen. Das Apple 11 unterscheidet sich im Bereich der Leistung nicht von den klassischen Bananaphones, ist im Gegensatz zu diesen allerdings alltagstauglicher. Besonders durch seine einzigartige Form kann dieses Telefon auch optisch punkten. Außerdem ist dieses Designerstück wesentlich günstiger als seine Konkurrenten und kostet nur 1,50 Euro. Ich hoffe, dass ich Sie von diesen tollen neuen Techniktrends überzeugen konnte und auch Sie in der Zukunft diese neuartigen Fruitphones benutzen, der Umwelt zuliebe. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und Antonia, kommst du jetzt auch schon bald mit der Assi-Palme und einer Monobraue in der Schule? Aber nur, wenn du dir ein Bananaphone zu deinem nächsten Geburtstag wünschst. Das war's nun auch schon leider mit Kunterbunt, das Magazin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Tschüss sagen eure Antonia und euer Johannes. Tschüss. Nun haben wir ein paar Alternativen zum Umgehen. Auch Apple hat sich von den neuen Oh, halt, ich habe den Apfel nicht in der Hand. Skyrim. Relativ kurze Antwort, aber okay. Und wie lange spielst du schon Skyrim und wie alt bist du? Ich höre auf damit. Soll ich in die Kamera gucken oder ist Pauline? Pauline. Hallo? Hallo. Hallo.
Was ist das verrückteste Geschenk, das du jemals zu Weihnachten geschenkt bekommen hast? Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.